Gastgeber Arntal und der Bozen FC spielten im Vorjahr noch in der Oberliga und genau dorthin wollen beide Mannschaften wieder. Beide sind in der Meisterschaft noch ungeschlagen, beide zählen als absolute Meisterschaftsfavoriten. Das heutige Direktduell hier in St. Johann vor wirklich vielen Zuschauern soll zeigen, wer die besseren Karten hat. Arntal spielt in Weiß, die Bozer Gäste im traditionellen Orangentrikot haben schon in der 5. Spielminute die erste Chance. Andrea Ursulin zu Sebastian Biechler, Arntals Verteidiger Jonas Engel klärt hinten. 10 Minuten später melden sich auch die Hausherren zu Wort mit dieser Flanke von Michael Oberhollenzer. Der Kopfball von Kapitän Stefan Pareiner geht übers Tor. Dann das Foul von Hannes Steger auf Sebastian Biechler. Schiedsrichter Piccolo gibt natürlich Strafstoß und den führt Spezialist Mattia Pareti aus mit voller Wucht. Der Ball springt von der Querlatte ins Tor. Das 1:0 für den Bozner FC. Der zweite Saisontreffer von Pareti, der auch vor 3 Wochen gegen Latsch getroffen hat. Die Gäste bestimmen dann weiter das Spiel. Hier versuchte Stefan Clementi, verfehlt aber das gegnerische Tor. Nach einer halben Stunde Eckball für Arntal, den führt David Zimmerhofer aus, auf den Kopf von Benjamin Zimmerhofer, darüber. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch diese Szene, Ecke Bozer FC, Mattia Pareti zirkelt den Ball in den Strafraum, Andrea Ursulin springt am höchsten und köpfelt zum 2:0 ein. Für den 20-jährigen Stürmer ist es bereits Saisontor Nummer 5. In der zweiten Halbzeit muss Arntal mehr riskieren. Benjamin Zimmerhofer zu Florian Gartner. Der zieht ab, trifft aber nicht genau. In der 54. Minute dieser Doppelpass zwischen Jonas Engel und Gartner. Die Nummer 4 der Töltra zögert nicht lange, hat aber nicht das nötige Glück. Sein Schuss bleibt am Kreuze hängen. Danach befreit Julian Treuer in die Ecke. Gleich darauf der Freistoß von Mattia Pareti zu Sebastian Biechler. Der Treffer zählt aber nicht, da Biechler im Abseits stand. Eine Viertelstunde vor Spielende wieder eine Standardsituation für Arntal. Florian Gartner tritt den Freistoß in den Strafraum. Keiner seiner Mitspieler kommt aber ran. Dann aufgepasst auf diese Aktion im Bozner Strafraum. Martin Hafner fault Pareiner. Elfmeter für die Hausherren. Den übernimmt David Zimmerhofer. Der 23-Jährige kam im Vorjahr von Wattens, von der zweiten österreichischen Liga, nach St. Johann. Und er bleibt cool, der Anschlusstreffer zum 1:2. All das in der 83. Spielminute für Arntal zu spät, um doch noch aufzuholen. Der Bozer FC feiert hingegen im 9. Ligaspiel den 7. Sieg und übernimmt in der Tabelle Reißaus. Die Dalfer Städter haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf ihre Verfolger. In Arntal ist es nie einfach. Es ist eine Mannschaft, die bis zur letzten Minute kämpft und viel läuft. Aber wir haben in der ersten Hälfte mit 2 Standards 2 Tore geschossen und am Ende ist es halt noch ein Kampf geworden. Wir sind einfach glücklich nicht. Ja, schade, dass wir 2:1 verloren haben. Ich glaube, wir haben alles gegeben. Es war ein Blöd, dass wir gleich in der ersten Halbzeit 2:0 in den Rückstand geraten sind. Aber wir haben noch einmal einen Anschlusstreffer geschafft. Und leider hat es am Ende nicht gereicht, aber echt, da glaube ich, haben wir alles gegeben und das ist wichtig.